Wir wollten für den Kleinen halt auch einen Welpen haben, dass die beiden zusammen groß werden. Hatten dann gedacht, wie so halt das übliche ist, 4 bis 6 Welpen. Ja, und jetzt haben wir 9. Um die Schwächsten müssen wir uns kümmern, dass die wirklich immer an der Zitze bleiben, weil die Großen kommen dann immer und drücken die Kleinen weg. Ansonsten macht eigentlich alles Pepper. Dass sie das so gut hinkriegt, hätte ich auch nicht gedacht. Das macht die richtig, richtig klasse. Und bei so vielen dann auch noch. Das ist ja recht ungewöhnlich, dass diese Rasse französische Bulldogge so viel Welpen bekommen. Das ist eine Rarität. Nach vorne oder weiter zum Rand? Und noch ein genau neben. Auf jetzt? Seite. Haben wir alle? Und eine vorne? Hast du Pepper, dann gerne. Sehr schön. Das sieht doch süß aus. In der E-Mail stand, süß ist immer gut. Ne? Louis, und du bist ja wohl Zucker. Oder? Genau. Eigentlich wollen wir alle behalten, ne? Jetzt spiel nicht so an den Zitzen rum, bitte. Guck mal, du kannst auch lachen. Also, so ist es ja nicht, ne? Ja, Mausi. Hallo. Okay, bitte. So, guck mal. Ja, guck mal. Wo sind die Kleinen? Guck mal da. Der ist woanders. Was ist das? Ist der Maulwurf? Da sind die. Da sind die Kleinen. Guck mal hier. Ja. Guck mal. Wo aber nicht rein. Und guck mal, der Kleine hat schon wieder. Mal. Perfekt. Ein Spazi. Hui. Jetzt geht nochmal die rechte Hand weg. Fast. Ja. Das ist die erste. Zwei, 43. Jetzt? Ja, Nummer 3. Nummer 3. Ui, 193. Das ist einer von den Kleinen. Aus dem Schlaf erwecken.
finde das fantastisch, wie jetzt in 7 Tagen der Kleine fast 55 Gramm zugenommen hat. Es ist immer wieder schön, jeden Tag zu sehen, dass da ein paar Gramm mehr ist, weil der Dr. Schwarz hat da schon erwähnt, dass wir darauf achten sollen und dass wir uns dann keine Sorgen machen müssen, was und wie mit den Kleinen passiert. So sind sie auf dem besten Weg. Vitamine. Ist das was Feines? Ja, das leckt das, ne? Ja, guck mal. So empfehlen, ne? Jede Mutti, die Energie braucht. Ganz klar. Du siehst aber ein bisschen gequält aus. Wie ist der Papa? Ja, ja, hallo, da. Ja, hallo, hallo. Ja, bitte? Ja, Spatzi. Oh, zeig uns ein schönes Lächeln. Ja, ja. Pokerface? Ja, richtig. Oh, ja, ja, ja. Oh, wovon träumst du? Erzähl mal, wovon du träumst. Ich werde, wenn ich groß bin... Ich drehe jetzt wirklich. Ja, also unser Sohn Louis, der soll halt mit einem Hund aufwachsen und deshalb haben wir die Pepper decken lassen und einen von den Welpen behalten war und der wächst dann mit Louis auf. Ja, also wir haben gedacht, dass es nur 5 bis 6 Welpen sind. Ja, und auf einmal waren es dann 12. Innerhalb von 12 Stunden sind die dann geboren. Ja, es war schon eine große Überraschung. Ja, also wie gesagt, als die ersten 6 dann da waren, da war auch erstmal eine etwas größere Pause. Da haben wir gedacht, oh gut, das war's dann jetzt. Ja, und dann nach 2 Stunden ging es dann weiter und dann hat sie dann die nächsten bekommen. Ja, und dann um 20 Uhr waren dann 12 Welpen da. Ja, also erstmal Hut ab für Pepper natürlich, ne, dass sie das so super macht. Und ja, im Moment achten wir halt mehr so darauf, dass auch schön alles sauber ist. Und ja, die größte Arbeit macht ja eigentlich die Pepper mit dem Säugen. Und ja, für Pepper ist das natürlich auch nicht einfach, ist eine kleine Hunderasse. Und die neuen Welpen ziehen natürlich sehr viel Energie. Deshalb füttern wir sie stündlich und geben halt diese Vitaminpaste. Das ist ein guter Energieschub für sie. Ja, und wollen halt, dass sie schön wieder aufbaut und ihre normale Körpermasse wieder zunimmt.